Es ist ein wahrer Überbietungswettbewerb, den sich die Notenbanken da gerade liefern. Die Rettungsaktionen von Fed, EZB und auch der Bank of Japan in der Corona-Krise übertreffen alles je dagewesen und alles mit dem Ziel, die Zinsen für die Staatsschulden niedrig und das Finanzsystem flüssig zu halten. Fragen dazu jetzt an Dr. Tobias Spieß von der Lloyd Fonds AG. Herzliche Grüße nach München. Guten Tag, Herr Franek. Ja, viele nennen das ein durchaus gewagtes Experiment der Notenbanken. Wie würden Sie dies bezeichnen? Ja, der risikolose Zins wurde ja quasi weltweit eliminiert. Und wie Sie auch richtig gesagt haben, durch diese massiven Ankäufe der Anleihen wachsen die Notenbankbilanzen stetig an. Und sowas gab es vorher noch nie. Und wir wissen alle nicht, ob es langfristig Schäden in der Weltwirtschaft oder in der Welt dadurch geben kann und wie diese aussehen, wir wissen es nicht. Und daher von einem Experiment zu sprechen, ist es sicherlich nicht falsch. Sie haben sich im Fixed-Income-Bereich auf sogenannte Sondersituationen spezialisiert, wie ich weiß. Was ist genau mit diesen Sondersituationen gemeint, Herr Spieß? Und sind es eher Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen, über die wir hier sprechen? Also wir suchen am Rentenmarkt grundsätzlich Anleihen, die ein besonderes, attraktives Chance-Risikoprofil aufweisen. Also nach diesen Investment-Opportunitäten oder man kann dazu auch eher Sondersituationen sagen. Und wir versuchen einfach Anleihen zu identifizieren, wo wir der Meinung sind, dass der aktuelle Risikoaufschlag, also die Rendite des Papiers, ungerechterweise einfach zu hoch ist. Und wir gehen davon aus, dass es kurz- und mittelfristig hier eigentlich wieder zu Renditeanpassungen kommen müsste. Das heißt, die Kurse steigen in der Regel, die Renditen gehen runter, die Risikospreads gehen runter. Und dann verdienen wir damit durch die Kursgewinne Geld. In der Zwischenzeit generieren wir auch Zinseinnahmen aus den einzelnen Papieren. Und so erwirtschaften wir hier bei diesen Sondersituationen überdurchschnittliche Erträge, ohne dabei aber auch das Risiko außer Acht zu lassen. Im ganzen Portfolio sollte das Ganze immer auf Ebene von Investment Grade im Schnitt abgehalten werden, um einfach nicht zu tief ins Risiko zu rutschen. Und in der Regel investieren wir hauptsächlich eigentlich nur in Unternehmensanleihen, weil hier diese Fehlbewertungen deutlich häufiger auftreten als bei Staatsanleihen. Haben Sie für all das und zum besseren Verständnis vor allen Dingen für uns alle mal ein Beispiel für eine solch fehlbewertete Anleihe? Ein relativ einfaches Beispiel. Wir haben jetzt auch während der Corona-Krise in Nachranganleihen oder eine Nachranganleihe der Norddeutschen Landesbank investiert. Die Norddeutsche Landesbank wurde ja von ihren Eigentümern, den öffentlich-rechtlichen Haushalten und den Sparkassen ja rekapitalisiert, weil sie in der Vergangenheit durch diese faulen Schiffskredite etwas in Notlage geraten sind und haben jetzt auch dieses notleidende Portfolio abgebaut. Und hier gibt es eine große Anzahl an Nachranganleihen. Und uns ist eine Dollaranleihe ins Auge gestochen, die in der Ausgestaltung der Anleihebedingungen komplett gleich sind mit den anderen Euroanleihen, die auch am Markt existieren. Und die Anleihe hat eine Laufzeit von 4 Jahren und im Vergleich zu einer identischen Euroanleihe, die sogar ein halbes Jahr länger läuft, hatte diese Anleihe deutlich höhere Renditechancen. Wir hatten hier die Renditedifferenz von über 4%. Und wenn man hier jetzt einfach sagt, okay, ich nehme, weil es eine ist eine Dollar- und eine Euroanleihe, ich habe hier Fremdwährungsrisiken und wenn man diese Fremdwährungsrisiken eliminieren würde, hätte man immer noch ein Renditevorteil von knapp 3%. Und das ist einfach eine Fehlbewertung. Hier haben wir investiert und in der Zwischenzeit hat sich diese Anleihe im Vergleich zur Euroanleihe deutlich besser entwickelt. Wir sind hier noch nicht ganz am Ende der Kursgewinne angelangt, aber genau sowas suchen wir. NordRB, gutes Beispiel, ist ein Bereich Finanzen, der gerade im Blickpunkt steht und auch bei Ihnen. Ich habe extra nochmal ins Factsheet reingeguckt, Herr Dr. Spieß. Rund 50% Ihres Volumens im Fonds sind im Financial-Bereich angesiedelt. Mit welcher Motivation? So ganz grundsätzlich mal gefragt. Das ist eine temporäre Sondersituation, weil hier gibt es ja bei Versicherungen und Banken starke regulatorische Veränderungen, die ja deutlich strenger werden sollten in der Zukunft, weil man halt in der letzten Bankenkrise ja gemerkt, ja, dass die Regulatorik einfach zu lax ist. Also hier wurde deutlich nachgebessert. Und hier haben wir einfach Anleihen,
die einen gewissen Eigenkapitalcharakter, also die Banken und Versicherungen können diese Anleihen im Eigenkapital zurechnen, aber aufgrund der veränderten Situation, aufgrund der strengeren Regelungen der Aufsicht, wurde hier den Banken Übergangsfristen und auch den Versicherungen Übergangsfristen gewährt, wo sie diese alten Anleihen in neue quasi tauschen müssen. Und also ab einem gewissen Zeitpunkt dürfen die Banken und Versicherungen diese Anleihen nicht mit dem Eigenkapital anrechnen. Und diese Anleihen haben einfach einen höheren Zinsertrag. Und das heißt, die Banken werden die ab einem gewissen Punkt, wenn das nur noch reines Fremdkapital ist und auch die Versicherungen natürlich, werden die Banken versuchen, dann diese Anleihen vom Markt zu nehmen. Und hier erwarten wir halt einfach dann, weil ganz einfach aus der Hand geben lassen wollen wir es auch nicht. Das heißt, die Banken und Versicherungen müssen uns einen gewissen Aufschlag zum aktuellen Kurs zahlen. Und das ist für uns eigentlich so in Anführungszeichen fast ein risikoloser Zusatzertrag, den wir gerne mitnehmen. Mal ganz grundsätzlich gefragt und unabhängig jetzt vom Finanzbereich, Herr Spieße, geht es angesichts der niedrigen Zinsen dabei eigentlich noch um attraktive Coupons oder eher nur noch um Kurssteigerungen, wie sie ja vor allen Dingen auch in den vergangenen Jahren insgesamt zu beobachten waren? Natürlich generieren wir einen Großteil unserer Erträge über Kurssteigerungen. Ich habe es ja vorher mal kurz erläutert, wir kaufen eine Anleihe, wenn die Rendite, also der Risikospread hoch ist und dann engt sich der Risikospread ein, die Renditen werden niedriger, das heißt die Kurse steigen, dann verkaufen wir wieder und wir generieren Kursgewinne. Aber natürlich können wir in der Zwischenzeit, wir wissen auch nicht, wie schnell sich diese Kurse anpassen, in der Zwischenzeit generieren wir auch Zinseinnahmen. Und über den Daumen gepeilt kann man sagen, 2/3 der Erträge des Fonds werden über Kursgewinne generiert und ungefähr 1/3 über Zinseinnahmen. Abschließend, welche Zielgruppe wollen Sie mit all diesen Ideen und Anregungen ansprechen, Herr Spieß? Eigentlich alle Leute, alle Investoren wollen wir ansprechen, weil jeder steht vor dem gleichen Dilemma, jeder hat die gleichen Märkte vor sich. Es gibt keinen risikolosen Zins mehr. Sicherlich ist eine Sachwertanlage in der heutigen Phase wie eine Aktie, Immobilie, eine Sache, die man einfach haben muss. Aber es gibt einfach, man kann nicht sein ganzes Geld eigentlich in diesen höheren Volatilitäten anlegen. Das heißt, man sucht hier auch eine Zwischenlösung auf der Rentenseite. Und unser Portfolio wird ja eigentlich überwiegend mit guten oder vernünftigen Bonitäten ausgestattet. Das heißt, dass Beimischung zu jedem Rentenpart ist es sicherlich ein sinnvolles Investment, weil wir natürlich haben in unseren Investitionen so 40 bis 50 Anleihenemittenten auch eine vernünftige, ausreichende Diversifikation haben. Investitionen im Anleihemarkt angesichts von niedrigen Zinsen. Wo gibt es Sondersituationen? Antworten hier in diesem Interview von Dr. Tobias Spieß von der Lloyd Fonds AG. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Franek.